Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe Among Us. Auf einer neuen Map jetzt mit dabei wieder alle Pixelhelden. Yay. Yeah. Hallo. Hey, hey. Hallo. Mal schauen, wer heute rausgeworfen wird ohne Grund. Bunte. Ja, Bunte war's. Wer seinen Namen hat mit Großbuchstaben schreibt, der schreit schon gerade aus. Der wird auch Großes vollbringen, Bunte. Ich bin's, Leute. Der wird auch Großes vollbringen. Das ist die Definition von Wahnsinn, ne? Ja, ich würde sagen, wir starten einfach. Gerne. Und, wir sehen uns Spaß. Auf dem Schiff, Leute. Wir sehen uns auf dem Schiff, seid still. Wir sehen uns im Jenseits. So, komm on. Ja, schon wieder Crewmate. Weißt du, wir hatten, das kann ich an der Stelle kurz erzählen, wir hatten vorher, oh, die Map ist cool, wir hatten vorher, bevor wir mit allem angefangen haben, 2 Proberunden gemacht. Die waren beiden Runden Imposter. Und ich glaube aber, das ist so mein Glück, das will ich jetzt nicht mehr. So, genau, das ist jetzt so ein, ich weiß nicht genau, wie es heißt, irgendwas mit Gate auf jeden Fall. Wird in Raumschiffen verwendet, um quasi den Oxygen, den Sauerstoff, in einem Raum zu haben oder aus einem Raum rauszunehmen, um halt eben zu verhindern, ach du Scheiße, Massenversammlung. Um halt eben zu verhindern, dass der Sauerstoff, wenn er in einem Raum rausgeht, sofort sich aufs ganze Schiff ausweitet. Wir machen den Kampf von da unten. Wir gucken mal, ob da ein Toter ist. Das Tinte noch? Ah, hier habe ich eh eine Aufgabe. Cool. Oh, ich habe hier alle Aufgaben. So, Download. Hatten wir ja ähnlich auf der anderen Map auch? Ist das jetzt hier? Ne, okay. Ich glaube, ich habe gerade meinen langen Task sogar schon abgeschlossen. Der hier ist relativ simpel. Einfach machen Abgang mal den. Ach nee, ich habe schon wieder die Kabel. Super. Kabel dauern halt super lang. Wir gehen gleich wieder zum Emergency Room runter und wenn da Simon tot liegt, ist es Martin. Okay, nee, Simon lebt noch. Aber wenn Martin da tot liegt, ist es Simon. Der lebt auch noch, okay. Ja, alle Tasks abgeschlossen, Tinte lebt noch. Mushroom und Ray habe ich jetzt schon ein paar Minuten nicht gesehen. Wo ist der Mushroom? Den würde ich ganz gerne suchen an der Stelle. Ja, aber wenn 2 von hier oben kamen, dann wird hier kein Toter liegen. Davon gehe ich aber mal stark aus. Ja, okay. Hier oben keine Leiche, sehr gut. Da sind auch schon echt wieder durch mit den Tasks. Das wird super schwer für den Imposter, glaube ich. Der hat schon, außer er hat schon Leute getötet und wir wissen es einfach nur nicht. Das kann sein. Check, check. Warum? Okay, ich wollte eigentlich nur gucken, ob noch alle leben. Also ich bin mit meinen Aufgaben durch, wollte ich an der Stelle sagen. Ich auch, ich hab auch alle. Ich ja, auch. Dann lass uns mal in der Cafeteria treffen. Moment, Ja, okay. Ich machen. Ich würde sagen, wir schmeißen einfach mal Tinte raus und gewinnen dann. Was mich erstmal interessieren würde, Arnold, lebst du noch? Ja, ich lebe noch. Ja, okay. Noch. Sieht man das jetzt nicht, wenn ich das einberufe, ob jemand. Ich glaube nicht, nein. Und ich habe halt Arnold. Du musst halt eine Leiche reporten. Und Arnold war der Einzige, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. Aber ja, deswegen. Aber werden noch Aufgaben. Es ist ja nicht mehr viel zu tun. Ich habe diesmal relativ schneller halt. Ich muss noch 2-mal Kabel machen. Alle in der Cafeteria treffen, oder die, wo du Aufgaben machst. Ja, ich hab's ja eh schon. Das sind wir jetzt ja eh. Ja. Ich würde gerne erstmal die Kabel fertig machen, bevor ich zur Cafeteria gehe. Ja. Erstmal die Kabel. Auch noch ins Labor. Ja, es gibt ja kein Labor. Kann das jetzt doch, eigentlich da jeder wieder den Emergency, oder kann man den nur einmal machen pro Runde? Da muss ich jeder noch einmal Steine jeder sortieren. Jeder nur einmal. Hinter was man es könnte. Ja, ich darf es jetzt nicht mehr, aber ich hab gedacht, komm, den Gag gönne ich mir jetzt. Alter, wer hat für Tinte gestanden? Ich stand auf dem Gang rum. Richtig lange. Ja, wir sind schaffige Leute, ja? Bei uns wird nicht gestanden. Ja, die Idee von wegen, wir stellen uns einfach alle hier hin, ist da prinzipiell gut, aber der Imposter muss einfach nur irgendeinen Notfall starten. Oxygen weg, Reaktor geht hoch, was auch immer. Und dann müssen wir uns eh wieder aufteilen. Also solange wir hier zu dritt stehen, ist erstmal cool.
fehlen auch nicht mehr viele Tasks, also die schon prinzipiell sehr gut. Das könnte eine relativ einfache Runde werden. Der Imposter muss jetzt halt super gut noch spielen. Ja, das war vollkommen klar. Ja, aber mit Ray mit. Okay, es ist safe, Simon? Oder? Es ist safe Tinte, oder? Es ist safe Tinte, Mann. Also ich hab's doch gesagt, dass das war. Hättet ihr voll mal mitvoten können. Alle sind hingereiht, alle sind fertig. Warum? Tinte ist nicht da. Simon erstmal direkt auf Tinte aber geschossen. Aber warum jetzt Tinte, weil er nirgends war, oder warum jetzt? Ja, wir sind alle, genau. Also außer Martin waren wir jetzt alle unten in der Cafeteria. Wir sind alle hochgerannt, sogar Martin war da oben. Ja, aber Martin war da schon oben, das fand ich komisch. Also ich würde sagen, wir schmeißen jetzt Tinte raus, wenn das nicht ist, schmeißt mal Martin raus. Oh mein Gott, ihr seid ja, aber jetzt, immer aber jetzt gehen wir mal davon aus, wir sind wirklich drin ist. Wir sind jetzt wirklich in einem Raumschiff und unterwegs. Willst du einfach einen abmurksen für deinen Kollegen? Nur ja, so, genau. So ist er halt, so ist er halt. Ich hab ihn schon verdächtig gehabt. Und ich ich sage jetzt mal, ich muss gerade erstmal allein die Map, ich komme gar nicht dahin, wo ich hin will. Ich brauche ein bisschen länger. Also für mich ist Tinden leider dadurch nicht, also für mich sind Rampy es und Tinden nichts. Es hat sich nichts geändert eigentlich. Ja, aber Tinte vorhin schon verdächtig, weil er auf dem Gang rumstand. Ja. Ohne Willen, so wie er auf mich shootet, ist das einfach. Auf jeden Fall. Auch. Aber Bunte, so wie einer von den beiden muss noch eine Aufgabe leider machen schon oder so. Das Problem, ja, das Problem das in der Geschichte ist halt, Bunte ist es nicht, aber er beschuldigt gerade trotzdem Leute. Das ergibt keinen Sinn. Das ist ja ekelhaft. Ich hab das Skip gedrückt. Das ist einfach nur ekelhaft. Dann ist Bunte einfach nur ekelhaft. Du wolltest doch, diesmal nicht Tinte berücksichtigen? Glaub mir eh nicht. Widerlich. Ich würde sagen, wir warten. Ja, ja, also der, wo die Aufgaben noch machen soll, soll die Aufgaben machen. Ich bin der Kaffee. Boot ist rum. Ja, ich versuche hier dahin zu kommen, aber einfach. Oh, jetzt. Ja, das Ding ist halt, es kann Tinte schon sein. Das ist durchaus richtig. Aber das wäre halt ein reiner Verdacht, der auch auf nichts wirklich begründet ist. Also das ergibt keinen Sinn, jetzt irgendjemanden rauszuwerfen. Ich glaube, Madin muss halt noch gucken mit Tasks eventuell. Und ich würde auch Tinte zutrauen, dass er halt einfach nur seine Tasks machen muss. Fabi würde ich jetzt mal im Auge behalten, falls irgendein Notfall startet. Okay. Ah, fuck. Ich komm da nicht hin. Come on. Lass doch einfach hier warten. Ach. Ich gehe nicht allein mit Fabi. Ja, warten wir einfach hier. Macht ja nichts. Und alle gucken den Tinte an. Go, Tinte! Okay, wenn er jetzt einen Task erfüllt, wenn er jetzt weggeht. Tinte ist Inno. Tinte ist ein Innocent. Was zur Hölle tun wir hier gerade? Ich würde einfach mal Martin verdächtigen eventuell oder Fabi. Das ist halt so ein bisschen das Problem an der Geschichte. Also, nein, es muss.
Ich gebe mal 99% auf Martin, aber sicher bin ich mir nicht. Das ist halt das Problem. Ich bin... Doch, warte mal. 1, 2, 3... Ich bin mir relativ sicher, dass es Martin sein muss. Ja, ich denke... Pass auf. Nein, es ist sogar hundertprozentig eigentlich, dass Tinte Inno ist, weil als er im Labor war, hat er eine Task erfüllt. Ich habe gesehen, wie der Balken vollgegangen ist. Das Ding ist ja auch, Fabi war ultra lange bei Tinte. Ich bin jetzt extra nochmal zurückgegangen. Kann ich auch noch kurz was dazu sagen? Nein. Doch, lass dich verteidige dich doch. Ihr könnt mich gerne rausholen. Ray hat meinen Arsch gerettet, weil Ray, ich habe meine Task erfüllt. Dann kam Rampage zu mir. Ich bin dreimal im Kreis um ihn rumgerannt und ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Ray macht die Tür auf und ich konnte raus. Rampage. Ihr könnt mich gerne rausvoten, aber ich stand ungelogen 10 Sekunden hinter Pascal und hab den Kill-Knopf gedrückt und es ist nichts passiert. Oh, okay. Hä? Alles klar. Also jetzt einfach so, ich hab vorher schon dreimal irgendwie jemanden versucht zu killen, es hat nicht funktioniert. Rück Leertasten. Du musst ziemlich nah dran sein, Martin, ne? Der leuchtet. Ja, ich bin direkt nebendran gestanden, Simon. Das hat belastend. Das hat Pech. Das ist doof gelaufen für dich. Ejection. Es ist eine absolute Scheiße. Weißt du, wie Bunte auf mich shootet? Weißt du, wie du wieder anstellst? Hast du wieder losschließt? Ja, aber ich glaube, ich hab mir aber gleich gedacht, dass es mitten im Raum stehen und so, dass es eher so, okay, wo muss ich denn hin? Ich gucke auf die Map und so. Ja, weil, genau. Weil ich bin auch schon die Paranoia, ich muss laufen und gleichzeitig auf die Map gucken, sonst mache ich mich ja nur verdächtig. Wegen so. TTT, Mann, ganz genau. Ja, so, eben, das ist echt so. Bunte, ich verstehe dich ja, aber hey, immer gleich. Hey, ihr dürft Simon nie glauben, er war schon schlecht im TTT immer mit dran. Erstmal alle verdächtig. Wir hätten einfach Tinte rausschmeißen müssen, blöd. Darf ich eine Sache vielleicht ganz kurz vorschlagen? Wir haben halt einen umgebracht, aber ist okay. Ja, ist okay. Ich würde an der Stelle mal vorschlagen, dass man den Emergency-Knopf nur drückt, wenn man wirklich einen harten Verdacht hat, dass jemand der Imposter ist und nicht leben noch alle. Oder wer muss noch wie viele Tasks machen, weil dann wäre das halt schon ein bisschen overpowered, denke ich. Ja, also nicht zum Nachfragen, so als wenn man irgendwie jetzt hier sagen will, okay, ich will den und den rausschmeißen. Wenn es halt wirklich Notfall ist. Ja, genau. Ich würde auch sagen, wenn dann das Ergebnis steht, ja, jemand rausgeschmissen, sonst war es der schwarze Bildschirm, dass wir uns dann wieder muten und nicht noch das Ergebnis besprechen. Ja, okay. Ja, genau, also es wird sobald entschieden ist, wird sofort gemutet. Wird gemutet, ja. Habe ich auch gemacht, ja. Ja, ich hatte auch hier auch. Gut, 2 Stück fehlen noch. Ah, sorry. Das war aber auch schwierig für Martin. Er hätte es eigentlich nur dann schaffen können, wenn er uns wirklich noch durch einen Reaktor oder so divided hätte können. Das ist eine scheiß Map, weil du halt immer auf einer Seite irgendwo bist. Schon wieder Crewmate. Woo. Erstmal entmutet aus Versehen. So. Ich hab keine Aktien in dir, Simon. Ich möchte einfach nur hier hin, möchte meinen Task machen. Und dann wieder gehen. Wenn da oben gleich Ray oder Simon tot liegt, wissen wir, wer es war. Aber das kann Martin ja auch reporten, der geht ja jetzt auch da hoch. So, ich glaube, das hier ist mein langer Task. Ne, das müsste mein Intermediate Task sein, wenn mich nicht alles täuscht. Barbie verzweifelt gerade an einem Task. Ich werde aber auch tatsächlich, weil es ist halt auch ein bisschen schwierig, aber das kann ich nur für mich ausmachen, denke ich. Ich werde nicht mehr auf die Taskleiste oben schauen, um zu gucken. Arnold ist es, safe. Die Leiche lag oben rechts, Arnold ist mir im Gang entgegengekommen. Ich war gerade rechts. Arnold? Ja, und die Leiche war oben rechts, du Genie. Oben rechts? Also mir ist im Gang nach oben entgegengekommen, der Ray und der Andy zuerst. Jetzt ist Ray tot, ich bin noch oben. Aber ich war auch da, ich bin mit Ray da rein in den Raum. Nein, der ist noch weiter rechts davon. Noch weiter rechts. Wenn du den Emergency Room nach Norden verlässt, da laufen ja so 2 Gänge zusammen. Ja. Da geht's dann noch weiter nach oben. Ja. Ich bin halt nach oben gelaufen, Mushroom kommt mir entgegen, 2 Sekunden später finde ich die Leiche. Aber Andi, eins ist klar, wenn jetzt Mushroom rausgeschickt wird und er ist nicht der Dann Trainer, votet dann mich in der nächsten Runde. Also, kurze Frage.
Kurze Frage, wenn man einen Task macht, sehen das alle sofort im grünen Balken oder muss man so und so viele gemacht haben, dass der sich füllt? Nee, das siehst du halt sofort, wenn der Task gemacht ist. Deswegen habe ich jetzt auch für mich vereinbart, dass ich darauf nicht mehr achte, weil das sonst zu einfach wäre. Ja, ich weiß nicht, was sagen, dass oh, ganz oben diesen Reaktor. Wieder raus ist und da waren die Mann. Hat sich nicht gefüllt. Aber ich bin auch erstmal für Arnold, bevor wir Andi raus. Ja, so gut, so geil, gut, ey, weißt du, ich laufe da noch schön so, gemacht, ah ja, das Andi. Mushroom, klack, tot, klack, sehe ich Andi, als ich ja Ghost war, Alter. Klack, Report, Mushroom war es, ich so, perfekt gespielt, klasse. Was heißt das? Das war so easy, weil ich so, nein, er kommt mir gerade, und der war links, du Assi, und nicht rechts. Der war oben rechts auf der Karte, du Flöde. Der war oben links. Ich würde sagen, bei so einer schnellen Runde die Argumente waren stichhaltig, Arnold. Ja, das ey, da kann ich nichts sagen, Mann. Das war super gut, Mann. Ja, aber man kann aber ja diese Dinge auch ausstellen, diese Visual Tasks, oder? Ah, nee, das ist ja auch, nee, das sind die Visual Tasks, ne? Ja. Ach so, okay. Also, wie gesagt, ich habe für mich jetzt vereinbart, dass ich nicht mehr auf die Bar oben drauf schaue, einfach. Da habe ich eh noch gar nie drauf geguckt, ehrlich gesagt. Die Map ist auch hart. Auf dem Raumschiff kann man eine Runde laufen, ganz schnell irgendwo anders hinkommen. Hier musst du immer zurück. Ja, es gibt nicht diese Schächte, die du nutzen kannst. Ja, doch, die gibt's. In den Schacht gehen soll, man, das wäre schon. Aber es ist so wahnsinnig selten, irgendwo einer allein. Ja. Echt, findest du? Ich laufe voll oft allein rum. Ich laufe zwar immer einmal entgegen oder so, aber. Ja, aber meistens kommst du unterwegs irgendjemandem entgegen. Und wenn ich dich dann töte, wenn du allein bist und ich laufe unterwegs Mushroom entgegen, dann weiß der sofort, hey, da ist mir jemand entgegengekommen. Ja, gut, wir können ja jetzt mal die nächste Map noch spielen, dann können wir uns. Andi, ja, auch dazu. Du hast ganz am Anfang Task gemacht, oder? Wo man durch diese Kontaminationsschleuse muss. Ja. Ja, nee, war da als erstes, ja. Da ist oben der Balken nicht voller geworden, deswegen habe ich dich erst. Weil mein Task da noch nicht zu Ende war. Das war so ein zweistufiger Task, ja. Hatte ich nämlich auch, ja. Gut, alles klar, dann nächste Folge, neue Map. Nee, wir machen jetzt nochmal, oder? Das war so schnell. Wir haben 17 Minuten, das ist schon eine ganze Folge. Echt? Boah, die erste Runde ist so lang. Du bist so ein Geizhals-YouTuber. Ja, so sieht's aus. Ja, dann gibt's halt umso schneller die nächste Folge, wenn ihr das hört. Aber eigentlich macht ja Andi die An- und Abmod. Ich muss ja eher sagen, wann Schluss ist. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Ciao. Ciao.